Jetzt, liebe Sharon, jetzt. Es gab ganz, ganz, ganz viele Fragen von der Community, die eingeschickt worden sind im Vorfeld. Wir haben uns die alle angeguckt. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Vertrauen, fürs Einsenden dieser teilweise sehr intimen Fragen. Sollen wir mal reingehen? Gerne, gerne, gerne. Okay. Ich bin voll gespannt und ich freue mich voll auf die Fragen. Die sind sehr spannend, sehr unterschiedlich und ich hoffe, dass wir mit der Auswahl, wir haben einige ausgewählt, dass wir so viele Bedürfnisse wie möglich abdecken können. Ach, cool. Okay, los geht's. Hallo, erste Frage. Ich wollte fragen, was ich am besten tun kann, wenn mein Partner gerne seine Themen, die uns beide dann auch in der Partnerschaft berühren, nicht angehen möchte. Er möchte diese lieber verdrängen. Angesprochen habe ich es schon und ich denke, bei ihm ist Angst und Unsicherheit da und ich muss es immer wieder ansprechen, weil ich immer weniger diese Situation aushalten kann. Ich liebe die Frage, weil man merkt, also erstmal an die Fragenstellerin, den Fragensteller, man merkt, da ist ganz viel Wohlwollen, ganz viel Wissen, eine Klarheit auf den Partner, auf den Blick. Ja. Und das ist total schön. Wahrscheinlich hat der Partner, weil sie sagte, der Partner, ja, bewusst oder unbewusst gute Gründe, sich das nicht anzuschauen. Mhm. Manchmal sind da einfach Themen, die sind so schmerzbehaftet, da haben wir Angst, dass wir zum Beispiel die Büchse der Pandora öffnen, wenn wir uns dem zuwenden. Oder die Angst, was für Dämonen auf uns zukommen könnten, wenn wir das öffnen. Das eine ist, da vielleicht seine Angst ernst zu nehmen, zu sagen, okay, erzähl mir, vor was du Angst hast. Vielleicht reden wir noch gar nicht über das Thema, aber ich merke, da gibt es was, was blockiert. Und es soll es ohne Urteil, ohne Vorwurf sein. Ich will dich einfach nur verstehen und du wirst einen guten Grund haben. Ja. Sprich, mit einem Mitgefühl auf die andere Person zuzugehen und dann nachzufragen, neugierig zu sein. Das ist der eine Punkt. Aber der Punkt, der mir fast noch wichtiger vorkommt, ist diesen eigenen Schmerz, der so da ist. Ernst zu nehmen und sich zuzugestehen, zu merken, okay, ich bin da hilflos, ich bin da ohnmächtig. Das sind keine schönen Gefühle. Ja. Vor allem, wenn man merkt, das hat nichts mit mir zu tun und das ist so im Raum und ich kann es nicht lösen. Mhm. Und dazu schon, was ist der Schmerz auf deiner Seite? Was ist denn das, was du gerade brauchst, damit dieser Schmerz aushaltbarer, vielleicht sogar verschwinden kann? Mhm. Da würde ich mir auch eine Neugierde für dich wünschen, dass du sagst, okay, ich habe nicht nur eine Klarheit für meinen Partner, eine Klarheit, was er braucht, ein Verständnis dafür, was er braucht, sondern auch für mich. Und wie kann ich mir das geben, unabhängig davon, was mein Partner tut oder nicht tut? Denn eins kann ich zumindest sagen über so das Heilen von eigenen Traumata, von psychischen Traumata. Wir wollen da nicht reingeschubst werden. Das können wir nur in unserem eigenen Tempo machen. Und es klingt vielleicht hart, aber die Menschen machen das, wann sie sich bereit fühlen, weil sonst ist es vielleicht für sie zu schmerzhaft, zu groß, zu gruselig, zu angstmachend. Wenn wir die Frage ein Stück weit weiterspinnen und jetzt einfach mal sagen, dass der oder die, die die Frage eingeschickt hat, an diesem Punkt schon war, also wirklich auch gesagt hat, du kannst dich hier fallen lassen, wir besprechen deine Angst. Ja. Wenn das schon besprochen wurde und weiterhin, ich sage jetzt mal, gemauert wird, ist vielleicht der richtige Begriff, was würdest du dann raten? Wenn weiterhin gemauert wird, ich glaube, es ist wichtig tatsächlich, also man kann hier auch eine Klarheit mit reinbringen, aber mit dem Fokus auf dem eigenen Schmerz. Es klingt zum Beispiel ganz anders, wenn ich sage, hey, wir haben das Thema jetzt schon ein paar Mal angesprochen und jetzt mauerst du schon wieder, warum blockierst du, warum sabotierst du das? Das ist eigentlich doof, ist bescheuert. Ja. Da kommen ja oft so Wertungen mit. Ja. Aber ich kann auch schauen, was macht das denn mit mir, wenn die Person mauert? Dann fühle ich mich vielleicht ausgeschlossen oder hilflos. Oder mich zieht es auch mit nach unten. Und das klingt ganz anders. Also weg vom Vorwurf hin zur eigenen Emotionalität, oder? Genau, genau. Man hört es oft, diese Ich-Botschaften. Zu sagen, hey, wir haben das Thema so oft angesprochen und ich merke, du machst dazu und ich kann verstehen, dass du vor was Angst hast. Und mein Thema ist, mich lässt das so hilflos und so alleingelassen und zurückgewiesen zurück. Ja. Und ich merke, dass ich dann eine Angst bekomme.
und Zweifel bekomme, ob das überhaupt funktioniert. Und ich will nicht an unserer Beziehung zweifeln, weil ich weiß, dass das so eine schöne Beziehung ist. Aber ich kann es auch nicht alleine lösen. Was machen wir? Ja. Finde ich sehr schön. Das lässt auch so den Raum offen, weil du so eine Frage rausgibst. Ja. Genau. Ich dachte, ich gebe, also ich versuche einfach so konkrete Sätze mitzugeben. Ja. Weil das manchmal leichter ist, das dann umzusetzen. Ja, ja. Okay. Ja, vielen Dank für diese Frage, für dieses Thema. Das zweite Thema, das reingekommen ist, das fängt an mit dem Satz, immer wieder das gleiche Streitthema. Er fühlt sich für den Haushalt so gar nicht zuständig und lässt zum Beispiel seine Klamotten auf einem Sideboard mitten in der Wohnung rumliegen, alles achtlos auf den Berg geworfen. Wenn ich ihn dann zum wiederholten Male bitte, sie an einen anderen Ort zu legen, flippt er aus. Wahrscheinlich ist schmerzhaft das Wort des Abends, aber das ist eine schmerzhafte Situation, weil ich, wenn ich mich hineinversetze, ich würde mich im ersten Augenblick fühlen, als wäre ich die Mutter und nicht mehr wie die Partnerin, was schmerzhaft ist. Siehst du auch so dieses klassische Jugendzimmer vor dir? Da ist ein 15-Jähriger, der kommt vom Fußballtraining heim, der wirft die Socken dahin. Schon, oder? Gut, dass du es sagst. Ich dachte mir, also, weil ich die andere Person... Vielleicht sieht sie es wirklich nicht. Ich weiß ja, weil wir kennen jetzt nur die eine Perspektive, richtig? Ja. Aber ja, ich hatte auch das Jugendzimmer im Blick. Und der zweite Gedanke, warum das zum zweiten Mal schmerzhaft ist, ist, dass dann so eine Wut kommt. Von ihm, ja. Von ihm. Ja. Flippt er aus, ja. Und ich dann nicht nur das Gefühl habe, ich bin eine Mutter, sondern auch eine Art von Wut. Und Wut gibt uns immer das Gefühl, bitte geh auf Abstand, Distanz. Verlust, was beides schmerzhaft ist. Ja. Was ich hier, ich glaube, was es braucht, ist tatsächlich eine Klarheit und ein Grenzen setzen. Das fühlt sich vielleicht nicht gut an, weil man wahrscheinlich eh schon gegenüber hat, was zu einer gewissen Wut fähig ist. Und trotzdem sich bewusst zu machen, ich will nicht die Mutter sein, also bin ich auch nicht. Also das ist nicht meine Aufgabe, aber wie kann ich das, also was kann ich stattdessen tun, damit wir eine gleichberechtigte Beziehung haben? Ja. Denn ehrlicherweise die, ich sag mal, die Nebeneffekte davon, keine gleichberechtigte Beziehung zu haben, nämlich wo eine, in der sie ihm hinterherrennt, fängt bei einem Konflikt an, wie es hier zeigt, aber auch fehlender Libido, keine Lust auf Sex und dann und auch Beziehungszweifeln, das macht die Beziehung nicht besser. Und sich dessen bewusst werden, dass diese Dynamik, in der wir sind, beiden schadet. Und dass es nicht darum geht, dass sie in dieser Rolle sein möchte als Feldwebel. Und dass sie stattdessen aber auch sagt, ich will das Potenzial in dir sehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Würdest du dann auch konkret dazu raten, dass sie die Sachen mal liegen lässt und schaut, wie es dann weit, weil die Problematik ist ja, wenn der anderen Person das Chaos, sage ich jetzt mal, nicht auffällt, dann leidet ja wieder nur eine, nämlich die, die dann versucht, das alles zu ignorieren, anstatt wegzuräumen. Das ist eine, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist eine super schwierige Frage. Ich meine, auf der einen Seite wäre es, wenn sie es kann, es liegen zu lassen und zu sagen, hey, ist es in deiner Verantwortung, wäre wahrscheinlich leichter. Aber ich weiß auch, dass es manchmal überhaupt nicht leicht ist, da rauszukommen, weil man sieht's. Ja. Hier, glaube ich, geht es darum, den Fokus auf sich zu legen. Wie kann ich mir denn in solchen Momenten ein gutes Gefühl geben? Was macht das mit meinen Glaubenssätzen? Welche Themen kommen bei mir hoch, wenn ich merke, es ist nicht aufgeräumt? Vielleicht fühle ich mich dann nicht gehört. Vielleicht habe ich das Gefühl, dass ich zu viel Carework habe. Vielleicht ist das Thema aber auch einfach nur, dass ich mich respektlos behandelt fühle, weil ich merke, ich habe das ein paar Mal gesagt. Ja. Und dann geht es darum, wie kann ich Verantwortung für diese Gefühle und für meine Reaktion übernehmen. Ja. Und mich vielleicht auch von Glaubenssätzen lösen, wie, das muss aufgeräumt sein. Und das gar nicht, weil das ein schlechter Glaubenssatz per se ist, aber zu überlegen, zu welchem Preis behalte ich den gerade? Ist das jetzt noch dienlich? Dient es unserer Paarbeziehung, dass ich es aufräume oder nicht? Das klingt so ein bisschen danach, dass dieses
Chaos in der Wohnung eigentlich nur so ein Auslöser ist für eine vielleicht relativ großes Gespräch, was da geführt werden könnte. Ja, total. Und das ist ganz oft, es wirkt wie ein kleines Thema. Ja. Eine Socke ist wahnsinnig klein. Ich meine, so klein, die gehen auch einfach verloren in so einer Spülmaschine, in einer Waschmaschine. Winzig quasi. Mhm. Und trotzdem sind da unten drunter ja andere Themen von, fühle ich mich in der Mutterrolle, fühle ich mich bevormundet, was sind meine Erwartungen an eine Beziehung? Ja. Vielleicht geht es auch darum, dass man am Endeffekt hier darüber spricht, was sind die Erwartungen, die ich an dich als Partner habe? Kannst und willst du die erfüllen? Ja. Ja. Sehr spannend. Danke auch für diese Frage im Übrigen. Nächstes Thema. Wir sind 33 Jahre ein Paar und nun haben wir die seelisch-geistige Nähe verloren, sind lustlos und leben wie Bruder und Schwester nebeneinander her. Es stimmt mich sehr traurig, meinen Mann auch. Wie kommen wir langfristig aus dieser eingeschlafenen Beziehung heraus? Das Gute ist, dass es klingt, als wären die beiden eh schon im Kontakt. Absolut, ja. Und als würden sie da am gleichen Strang ziehen und sagen, wir beide finden es so, wie es gerade ist, nicht gut. Ja. Und ich finde, sich bewusst zu machen, okay, wir haben beide das gleiche Thema und wir möchten daran arbeiten, ist erstmal eine wunderbare Basis. Mhm. Das ist erstmal eine schöne Basis, auf der man dann sagen kann, okay, dann müssen wir es beide machen. Jetzt kommt die Krux, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. True. Und man wird nicht so ganz drum herum kommen, was zu verändern. Mhm. Die Frage, du hast gesagt, das ist so was Seelisches, oder was ist das Thema? Seelisch-geistige Nähe, eigentlich auch sehr, sehr schön reflektiert formuliert. Ja. Voll, also wirklich, das ist ja erstmal eine Ressource, die so da ist. Ja. Es gibt ganz einfache Sachen, die man machen kann. Es gibt inzwischen ganz tolle Kartenspiele zum Beispiel für Beziehungen und Paare. Die kann man kaufen, ich nenne jetzt keine Marken, ich glaube, es wäre so eine Schleichwerbung. Ja. Aber es sind so Beziehungsfragen, da kann man dann 2, 3 am Abend stellen und dann je nachdem, welches Set man hat, eine bestimmte Tiefe bekommen. Ja. Und das kann es nochmal auflockern, weil dann ist man nochmal in anderen Bereichen. Was ich in letzter Zeit auch echt gerne mag, sind so lofty questions. Was sind lofty questions? Ich liebe lofty questions. Wenn man das übersetzt, sind das eigentlich so wie pathetische Fragen. Okay. Und die klingen am Anfang echt ein bisschen skurril und ein bisschen absurd und man stolpert auch ein bisschen darüber. Mhm. Das schiebe ich gerne vorweg. Aber die Idee hinter lofty questions ist, dass ich meinem Unterbewusstsein oder meinem Gehirn eine neue Aufgabe gebe. Mhm. Unser Gehirn hat nämlich, wenn Dinge nicht laufen, so einen Fokus auf Sachen, die eh nicht funktionieren und denkt dann immer mehr in Probleme. Also wenn ich jetzt keine Verbindung mehr habe, dann denke ich mir, liegt es an mir? Sollten wir uns trennen? Wie ist es denn bei der Anne Hild gegenüber? Ach, die haben aber noch dann tolle Gespräche. Warum ist das? Was ist mit uns falsch? Dann eigentlich ist es seine Schuld. Die Außenbilder, Schuld. Ne? Ja. Voll, die Außenbilder. Mhm. Und plötzlich bin ich in so einem Gedankenstrudel, wo ich mir dauernd Sorgen und Gedanken und Vorwürfe und Selbstzweifel mache. Mm. Und Lofty Questions helfen uns da raus. Und so als Beispiel von Lofty Questions ist sowas wie, warum haben wir immer so gute Gespräche? Und dann da ruhig mal damit so 3, 4, 5, 10 Punkte aufschreiben, um dem Gehirn echt eine Hausaufgabe zu geben. Nein, man lacht drüber, man denkt so, okay, aber so überlegen, wie kann ich dann eine Lösung haben? Mhm. Oder warum bin ich dauernd von Menschen umgeben, die meine Bedürfnisse kennen und sehen und ernst nehmen? Mhm. Es fühlt sich so ein bisschen an wie durch die Hintertür, weil es sind ja beinahe, es sind nicht rhetorische Fragen, aber es sind beinahe Aussagen, die als Fragen gestellt werden. Genau. Okay. Und plötzlich fängst du an nachzudenken und dieses Paar hat offensichtlich eine Basis, auf dem sie sich darüber einig werden können. Irgendwie fehlt uns gerade was. Ja. Und diesem Paar dann nochmal die Ressourcen aufzuzeigen und zu sehen, hey, da ist ja schon ganz viel. Mhm. Und auch diesem Gehirn, die wir alle haben, eine gute neue Aufgabe zu geben, macht eigentlich Spaß. Ja. Ja. Darf ich einen Tipp geben? Klar. Das ist eigentlich dein Tipp. Und zwar, ich lege das Schlagwort hier hin und du führst dann aus, nämlich den Ja-Sagen-Tag.
Ich musste nämlich dran denken, als ich gelesen habe, diese eingeschlafene Beziehung, das schreit ja nach einem Ja-Sagen-Tag, oder? Ich liebe Ja-Sagetage. Jetzt kommt's. Es ist eigentlich wie eine Date-Idee. Und die Idee ist, man läuft durch die Stadt oder man isst irgendwo und egal, was man vorschlägt oder was eine Person vorschlägt, die andere Person sagt ja. Ohne mürrisch zu sein. Ohne mürrisch zu sein, sondern mit Neugierde und hey, lass uns was ausprobieren. Und es kann ein, sollen wir hier auf dem Marienplatz einen Walzer machen? Mm. Über, sollen wir uns hier nochmal eine fünfte Kugel Eis holen? Ja. Über was auch immer. Ja. Und natürlich fühlt man sich damit vielleicht wieder in seine Jugendjahre zurückversetzt, aber genau das ist es ja auch, was man manchmal braucht. Ja. Gerade in Beziehungen, in denen wir sehr erwachsen sind, in denen wir gut funktionieren, haben diese jüngeren Anteile von uns, diese Anteile, die für Spiel, Kreativität, für Lust, fürs Flirten zuständig sind, wenig Platz. Ja. Und das wollen wir aber wieder, damit wir uns lebendig fühlen. Ja. Dankeschön. Es ist so. Der Ja-Sagetag, wie konnte ich den vergessen? So, jetzt kommt ein Thema, das sich erstmal nicht so leicht anfühlt. Und zwar, ein bisschen komplex, Achtung. Wenn der eine Partner den anderen Partner betrügt und der Betrüger nicht merkt, dass der Partner das spürt, also dass der Partner spürt, dass er betrogen wird, wie sollte sich diese Person verhalten, die betrogen wird? Also beispielsweise, wenn sie der Beziehung noch eine Chance geben möchte. Okay. Nur damit ich es richtig verstehe, ich setze mal Namen ein. Ja. Anna betrügt Tom. Ja. Und Tom hat herausgefunden, dass Anna ihn betrügt. Ja. Aber Anna weiß nicht, dass Tom es weiß. So liest es sich, ja. Okay. Und jetzt ist die Frage von Tom, der sich die Frage stellt, wie gehe ich damit um? Was soll ich jetzt machen? Ja, auch mit dem Hinblick, wenn Tom der Beziehung noch eine Chance geben möchte. Mhm. Das ist natürlich jetzt, da kommen erstmal ganz viele Fragen auf. Ne? Wie hat Tom herausgefunden, dass er betrogen wird? Das hat manchmal einen Einfluss, einen Effekt auf die ganze Dynamik. Ja. Weil je nachdem, wie es herausgefunden hat, ist es ja vielleicht so, dass Anna diese Affäre noch hat. Ja. Und dass Anna eigentlich selber gar nicht möchte, dass Tom das weiß. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, den würde ich irgendwie noch mit reinholen. Mhm. Oder was ist, wenn der beste Freund von Tom, also wenn die beste Freundin von Anna Tom erzählt hat, du, deine Frau betrügt dich. Mhm. Dann ist ein ganzer die Konstellation könnte sehr komplex sein. Genau. Ja. Mhm. Das sind so Dinge, die sind wichtig. Und was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist tatsächlich erstmal nachzufragen oder zu überlegen, warum möchtest du das? Weil da ist jemand, der dich betrügt und der dir es nicht sagen möchte. Ja. Aus welchen Gründen bist du mit der Person zusammen? Und diese Gründe, die ich jetzt nenne, die sind ohne Wertung. Da ist keiner besser oder schlechter. Aber bin ich mit der Person zusammen, weil wir die gleichen Werte teilen? Sind wir zusammen, weil wir Kinder haben? Sind wir zusammen, weil es so bequem ist? Sind wir zusammen, weil was auch immer? Weiß ich sogar, dass die Person, oder weiß ich, hat die Person mir das sogar mal angedeutet und ich habe es weggeschoben oder was auch. Also es können ja ganz, ganz viele Gründe sein, warum ich mit der Person zusammen bin. Mhm. Und hier einmal kurz bei sich selber einzuchecken und sich zu überlegen, was will ich denn und warum will ich das? Mhm. Und würde ich das auch zum Beispiel meiner Tochter, meinem Sohn empfehlen? Was? Wenn es Tom und Anna Kinder haben. Ja. Und sich Tom überlegt, würde ich das meinem Sohn wünschen? Würde ich meinem Sohn raten, wenn er in so einer Beziehung ist, in dieser Beziehung zu bleiben? Mhm. Das ist manchmal eine ganz gute Reflexionsfrage, um herauszufinden, aus welchen Gründen bin ich mit der Person zusammen? Mhm. Oder warum ist es vielleicht okay, zu gehen? Mhm. Und was ich dann, aber wenn ich weiß, ich will auf alle Fälle mit der Person zusammen sein, der Idealfall wäre ja eine sichere Beziehung, ein offenes Gespräch. Ich glaube, wir können Probleme nicht lösen auf die Art und Weise, auf die sie entstanden sind. Und eine Affäre ist ja ein, ich verdecke Sachen und ich verstecke sie und ich spreche sie nicht an. Und jetzt nicht anzusprechen, dass man etwas weiß, ist ja quasi genau das Gleiche. Und ich glaube nicht, dass das dann wirklich die tiefer liegenden Themen löst.
Also du würdest auch ganz konkret sagen, wenn man da weiter arbeiten möchte, muss man ja auch erstmal alles auf den Tisch legen. Genau, damit man die ehrliche Chance hat, auch die, also sich selber und die andere Person zu verstehen und zu verstehen, was ist eigentlich hier passiert. Ja. Ich hatte erst neulich ein Paar in der Praxis und das war eigentlich ganz schön, weil die hatten diese Ehrlichkeit. Und wir brauchen diese Ehrlichkeit in ganz vielen Momenten beim Heilen. Also grundsätzlich beim Heilen emotionaler Wunden, aber gerade wenn es um Affären geht. Weil dann in dem Fall was andersherum, aber wir bleiben bei Tom und Anna. Ja. Wenn jetzt Anna bewusst wird, okay, Tom weiß es, ja, dann kann es ja sein, dass Tom an einem irgendeinem Punkt sagt, ich wäre da gern drüber hinweg. Ich würde da gern diese Trigger, die ich habe, diese Erinnerung, dass du mich betrogen hast, gern zur Seite schieben. Und dann trägt Tom diese Wunde mit sich. Und dann braucht Tom eigentlich genau in diesem Augenblick eine Anna, die auf ihn zukommt und sagt, Tom, ist alles okay bei dir? Und die vielleicht auch ein drittes Mal noch nachfragt und dafür. Und Tom damit hält, weil nur so merkt Tom, sie ist da und sie hält mich. Und ich kann hier mein Innerstes zeigen. Und Anna merkt umgekehrt auch, okay, wir haben hier einen Raum, in dem wir auch schwierige Momente miteinander teilen können. Ja. Beide müssen sich auf jeden Fall öffnen und verletzlich machen für diese Thematik. Ja. Okay. Viel Erfolg an der Stelle auf jeden Fall. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht schon 3 Schritte zu weit, aber ein wichtiger Teil von großen Bindungstraumata und eine Affäre ist ein Bindungstrauma, ist auch dann diese Neubewertung, wie das Schreiben einer neuen Geschichte von dem, was passiert ist. Und ich würde euch wünschen, dass ihr an den Punkt kommt, wo ihr sagt, diese Affäre war wie so ein Weckruf und wir haben jetzt ein viel offeneres, ein viel ehrlicheres Miteinander und Füreinander, als das wir es davor hatten. Es ist sehr, 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 sehr schön, wenn man an den Punkt kommt. Ja, ja. Und es ist möglich. Also ich hatte es jetzt neulich in der Praxis vor ein paar Tagen, deswegen. Ja. Es ist schon auch möglich. Ja. Okay. Wir haben noch Zeit für 2 Fragen. Wie bleibt es spannend im Bett für beide Partner, vor allem wenn beide nicht so experimentierfreudig sind und nicht darüber reden wollen? Die bringen alles mit. Ich finde es super. Ich finde es super, dass alles da ist. Es fällt mir fast ein bisschen schwer, aber ich glaube, den Zahn muss ich euch ziehen, weil es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und an irgendeiner Stelle müssen wir anfangen, was aber nicht bedeutet, dass ihr, keine Ahnung, morgen die Jahresmitgliedschaft im Swingerclub um die Ecke besorgen müsst. Ach so, noch nicht, oder wie? Okay. Ich glaube, eine erste Frage, die ich gerne mitgeben würde, ist zum Beispiel, was bedeutet für dich Erotik? Und was bedeutet für dich Intimität? Kann man die im ersten Schritt erstmal für sich beantworten oder meinst du das jetzt im Gemeinsamen? Man darf die erstmal für sich beantworten und auch gerne erstmal schriftlich, wenn man sagt, ich will es erstmal, aber es wäre schön, hier drüber in Dialog zu kommen, um dann einen Austausch zu haben, um zu merken, okay, für die eine Person bedeutet Erotik Kreativität, für die andere Person ist Erotik sowas wie sich nah sein. Aber auch da ganz konkret zu sein, was fühlt sich für dich erotisch an? Ist es Kerzenlicht? Sind es Komplimente? Ist es neue Unterwäsche? Ist es verführt werden? Ist es begehrt werden? Ist es selber zu verführen? Ist es eine bestimmte Musik? Ist es ein Körpergefühl? Ist es Spontanität? Vielleicht gar nicht im Bett, sondern in der Küche? Genau. Und darüber erstmal ins Sprechen zu kommen. Ich habe das Gefühl, das nimmt es oft so ein bisschen raus, den Druck, weil das auch wieder was Schönes sein kann. Ich glaube, Sex, gerade wenn man das Gefühl hat, er ist schon lange nicht mehr da gewesen und man muss jetzt irgendwie was ganz Abgefahrenes machen, das bildet so einen Druck. Ja. Und Druck ist für die meisten Leute ein unglaublicher Lustkiller. Und deswegen erstmal so eine, was ist für dich Erotik, was ist für dich Intimität? Und dann vielleicht auch zu überlegen, wann hatten wir denn schöne erotische Erinnerungen, Momente? Um da wieder ins Träumen zu kommen, sich zu überlegen, ja, wir hatten das auch schon mal, das war schon schön. Und aus diesem Gefühl von Sehnsucht wieder daran zu arbeiten. Weil ich merke, auch für viele Paare muss es gar nicht crazy sein, sondern einfach nur wieder
fühlbar und spürbar und präsent. Ja. Und zweiter Punkt, es braucht ein bisschen Energie, um von dieser Sexualität, also sprich im Sinne von Bindung, Kuscheln, einfach nur nebeneinander liegen, hin zu Sex. Mhm. So die Frage, wie kriege ich wieder Lust auf die Lust? Mhm. Und sich da auch wieder auf die Frage zu stellen, was braucht es denn dafür? Was sind auch vielleicht Dinge, die mich da so ein bisschen blockieren? Ja. Vielleicht fehlt mir wirklich die Energie am Donnerstagabend, weil ich einfach so müde bin, ja. Da will ich gemütlich auf der Couch liegen und hier ein Webinar anschauen. Ja. Total in Ordnung, aber was wäre dann die Alternative? Ah, okay, vielleicht am Sonntagmorgen. Ja. Weil morgens für viele Leute, gerade für Männer, erstmal so ein Moment ist, da ist mehr Testosteron da. Mhm. Da ist eigentlich oft eh mehr Lust. Mhm. Zum Beispiel. Ja, ja. Einfach mal in den Kalender packen. Einfach mal in den Kalender packen. Wie man das mit dem ersten Date ja auch gemacht hat. Ich mag das auch. Ich weiß, man kann darüber auch streiten. Ich weiß, für manche Leute ist so ein Termin auch Druck. Ich denke mir halt, dass so ein Termin auch eine Vorfreude sein kann. Und dass so ein Kribbeln, das man ja auch manchmal spürt, auch so was Aufregendes ist. Absolut. Und das ist ja das, was wir uns wünschen beim Thema Sexualität. Es darf ein bisschen aufregend sein. Es darf ein bisschen so, was passiert hier? Ja. Und dann, was ich tatsächlich empfehlen würde, sich gerade wenn der letzte Sexualkundeunterricht schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte her ist, nochmal sich aktuell fortzubilden, weil sich da wahnsinnig viel getan hat. An Wissen meinst du auch, Befriedigungstechniken, genau, Lust, an Wissen, Fantasien. Fantasien allein, wie man die weiblichen Geschlechts oder die verschiedenen Anteile des weiblichen Geschlechtsorgans nennt. Ja. Das hat sich verändert. Ja. Das war vor ein paar Jahren, Jahrzehnten einfach noch anders. Ja, ja. Also, leg los, sagen wir mal an der Stelle. Schaffen wir noch eine schnelle Frage? Ich glaube schon. Machen wir noch, oder? Machen wir fix. Okay. Wie kann man es schaffen, sich während einer Findungsphase hinweg, nicht völlig zu verlieren? Mhm. Was könnte denn eine Findungsphase überhaupt sein? Findungsphase ist der Kinderwunsch, Kinder kriegen, Jobwechsel, der Übergang von Studium zur Arbeit, okay. Krankheit, alles Mögliche, weil wir uns dann ja immer wieder neu organisieren. Ja. Was hier etwas ist, was wir manchmal echt unterschätzen, sind einfach gemeinsame Paarrituale. Rituale klingen manchmal, oder Routinen, die klingen manchmal so ein bisschen langweilig, aber eigentlich ist der Hintergrund bei Routinen und Ritualen, dass wir etwas stabilisieren. Mhm. Egal, ob wir im Chaos versinken, egal, ob wir uns gerade selber verändern, neu organisieren, gerade wenig Zeit haben, das hilft uns, stabil zu bleiben. Mhm. Und dann nochmal zu gucken, was hatten wir denn für Rituale und was haben wir noch für Rituale oder was sollten wir für neue Rituale aufbauen? Mhm. Vielleicht braucht es jetzt ein Ritual, dass wir morgens in der Früh die ersten 5 Minuten nochmal kuscheln. Vielleicht braucht es einen schönen Kuss. Manche Paare sagen nur so Hi im Vorübergehen und dann gibt es da keine Interaktion. Ja. Vielleicht brauchen wir sowas wie Zwiegespräche. Mhm. Vielleicht brauchen wir als neues Ritual jedes Mal, wenn du vom Reisen wiederkommst, einen Drink an der Bar. Mhm. Finde ich alles ganz, ganz toll. Und das kann erstmal helfen. Und diese Rituale müssen auch nicht lang sein. Die sollen angepasst sein und passen, aber mit der nötigen, ich sag mal, Intention genossen werden. Es soll nicht überfordern, auch wenn man jetzt erst einsteigt mit denen. Mhm. Wir können langfristig verliebt sein und wir müssen uns nicht damit zufrieden geben, nur nebeneinander herzuleben. An was ich wirklich glaube, ist, dass Lieben eine Fähigkeit ist und deswegen haben wir es selbst in der Hand, auch langfristig glücklich in unseren Beziehungen zu sein. In meinem Sinnsucherkurs Für immer verliebt erfährst du, wie wir uns wieder verletzlich machen können und wie wir in einem auch stressigen Alltag Raum für unsere Beziehung schaffen. Und vor allem erfährst du, wie du dich in deinen Herzensmenschen neu verlieben kannst. In meinem Videokurs nehme ich euch auf 7 Dates mit. 7 Dates, die den Zauber des ersten Verliebens wieder entfachen dürfen. Beim ersten Date geht es darum, wieder mehr Offenheit zu spüren. Denn gerade wenn wir schon länger zusammen sind,
dann haben wir auch Geschichten erlebt, die unsere Beziehung belasten können. Beim zweiten Date erfahrt ihr, wie wir wieder mehr schöne Momente erleben und auch mehr Zeit füreinander finden. Beim dritten Date geht es darum zu lernen, wie wir wieder mehr vertrauen können und auch, welche Erwartungen wir überhaupt an eine Beziehung stellen dürfen. Beim vierten Date schaffen wir mehr Nähe, damit es auch wieder mehr Intimität in eurer Beziehung gibt. Und natürlich darf Erotik nicht fehlen. Und das ist das Thema von Date Nummer 5. Auch Unterschiede und Konflikte spielen natürlich eine Rolle beim Verlieben. Und das ist Thema von Date Nummer 6. Beim siebten Date schaffen wir eine gemeinsame Vision für euch als Paar. Denn wenn wir nur Probleme lösen, dann haben wir davon noch keine glückliche Beziehung. Erst eine gemeinsame Zukunft hilft uns, eine glückliche, eine langfristig glückliche Beziehung zu erschaffen. Ich bin Dr. Sharon Brehm. Ich bin Paartherapeutin und habe das Buch geschrieben Smart Loving, wie wir echte Liebe finden. Außerdem hoste ich den Podcast Hello Lovers. Und nun begleite ich dich in dem Online-Kurs Für immer verliebt, wie du mehr Nähe und Leichtigkeit in deine Beziehung bringst. Ich freue mich auf dich.